Unternehmer, Brücken, Penny und Co. In Elsnitz herrscht Chaos, da werden Gruben ausgeschunden, dass man denkt, vom Rathaus haben sie wieder Kohle gefunden. Baustellen und Umleitung statt Straßen, selbst Hiesche haben schon der Orientierung verloren. Also verkauf ich den Elsnitzer Stadtplan als Schnittmusterbogen. Daraus macht man sich dann Scheuklappen oder eine rosa Brille mit Quasteln. Aus dem Hühlteichgebiet kann man sich ein prima Schutzanzug basteln oder aus den Wegen, die einst führten zu verantwortlichen Leitern, kann man 7-Meilen-Stiefel oder eine Tarnkappe schneidern. Denn ganz egal, was heute hier auch für Scheiße passiert, verantwortlich ist keiner. Und ich kann auch nicht dafür. Ich bin bloß ein Penner, dem es gelang, eine Marktlücke zu entdecken. Das Lachen für euch. Und den anderen, den bleibt hoffentlich im Hals drinne stecken. Heilos Brille ist nie echt. Steffi hat genug Kohle. Boris ist Papi, Heintje erwachsen. Deutschland braucht neue Idole. Claudia Schiffer. Schade, da hätte sich's fast schon gelohnt. Aber der ihr Lover, der ist Ami. Der ist noch nie mal blond. Aber Schumi wär doch was. Ha? Der ist jung. Der ist helle, aber den kann der Deutsche auch nie lieben. Der ist ein zu schneller. Aber jetzt haben wir unseren Star. Na, wie hieß er doch gleich? Franzi van Almsick, süße 16 und stinkreich. Der ihr Freund ist 27 und das brüde Deutschland findet's cool. Sagt einer, die ist doch minderjährig, dann gehört der als altmodisch auf dem heißen Stuhl. Ich bin alle anderen, hätten sie deswegen vor'm Kadi gezerrt, aber vielleicht muss der die sogar vor'm Wettkampf, damit Leistung war. Also warum denn verweigern? Schließlich stimmt sie doch für Deutschland und Milka könnte Umsätze steigern. Nicht gegen das Mädel und der soll auch ein bisschen Narrenfreiheit bleiben. Aber Kinder zu Göttern machen, ich finde, man kann es echt übertreiben. Lottofieber stürzte auf Elsnitz in Größenbahn. Nach Tippscheiben stand man Schlange, so wie früher nach Bananen. Tja, mit 42 Millionen in der Tasche, da hättest du gut lachen. Aus unserem Marktgelände könntest du dann wieder eine Freilichtbühne machen. Der Beate Use zum 75. ein Vibrator spendieren. Auch wenn sie ihn nicht mehr braucht, aber sie können sich schön geil ihr Milchshake umrühren. Man könnte Politiker kaufen, die dann das, was wir wollen, tun müssen. Man könnte diese Stadthalle samt Kneipe
als früher angefangen. Denn bezahlst du vielleicht schon am 20. mit Scheck, wirst du blöd angeguckt, weil der ist doch nicht gedeckt. Zwar ist da deine Bank schuld, weil die nicht kommt aus der Knete, aber die Überziehungszinsen bezahlst du selber und da bezahlst du dich blöd. Politik ist doch das
Schuld darin hat, der gewinnt nicht beim Spiel. Aber das dürft ihr nicht glauben, das ist Schwachsinn, das ist Lüge. Denn wer Glück hat im Spiel, der hat auch Geld für die Liebe. Also hört meine Worte und denkt immer dran, liebt euren Nächsten, aber steckt euch fern. Heute dürft ihr trinken und feiern und machen Liebelei, aber vergesst nie, am Aschermittwoch, da ist alles vorbei. Da geht das Leben dann wieder seinen nüchternen Tritt. Aus Schatzi und Meusel werden dann wieder Frau Schulz und Fräulein Schmidt. Und macht man in diesen schönen Stunden noch so manches verkehrt, immer bleibt immer. Und unser Fasching ist es wert. Also Prost, küsst euch.